Willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Irgendwas hat den gerade erschossen. Achso. Gut. Wir gehen hier rein. Moin, Krikon. In die Zahnbrecherinne. Vielleicht schaffen wir das ja, dort drin aufzuräumen. Übrigens die siebte Folge in... Der siebte Part in Folge in der 42. Aufnahmesession. 42 Mal Aufnahme gedrückt. Na, eigentlich 42 Tage aufgenommen. So rum kann man das auch sagen. 42 Tage, oh. Und offenbar möchte Elvelyn, willkommen, mitmachen. Ich halte das mal so ein bisschen auf hier. Ruhig, legt einfach das Schwert nieder. Was liegt an? Verdammt! Da hätte ich mir um mein Haar ein paar neue Löcher eingefangen. Ups, voll daneben geschossen. Genau zur rechten Zeit. Ihr habt mir das Leben gerettet, ob ihr wolltet oder nicht. Was ist denn los hier? Man nennt mich Pirondil. Ich bin Ermittler bei den ersten Auridon-Seesoldaten. Ich sah einen Goblin in diese Höhle schleichen. Er trug eine elfische Rüstung. Ich bin ihm gefolgt, aber dann wurde ich von dieser Frau überfallen. Ach stimmt, die kenne ich schon. Glaubt ihr, ihr könnt sie etwas mit Goblin zu tun haben? Vielleicht, aber Tatsachen sind mir lieber als Vermutungen. Ich weiß nicht, wer sie ist oder warum sie sich in einer Goblin-Höhle herumtreibt, aber ich bin nicht bereit, dort allein hineinzugehen. Wärt ihr bereit, mir bei meinen Ermittlungen zu helfen? Ich werde draußen ein Signalfeuer aufschichten. Sicher, ich kann euch aushelfen. Ich werde schauen, was ich herausfinden kann. Achtet dort drin auf eure Deckung. Die Goblins sind für ihre Art gut bewaffnet. Ich habe ein paar Fragen. Gute Ermittler haben immer Fragen. Was wollt ihr wissen? Wo bin ich hier? Als ich das letzte Mal hier war, waren diese Ruinen unbewohnt. Ab und an haben Händler sie als Versteck benutzt, um Schmugglerware vor Zollstationen abzulagern. Aber niemand hat je dauerhaft Anspruch auf sie erhoben. Es scheint, als hätten die Goblins eine besorgniserregende Verwendung für diesen Ort gefunden. Was für eine Bedrohung stellen diese Goblins dar? Die leichtfertige Antwort der Mär wäre keine. Aber das wäre mehr als anmaßend, regelrecht, töricht. Es ist sehr schwierig, Goblins auszumerzen. Bei diesem Haufen könnte es sich um entlaufene Sklaven vom Festland handeln. Wäre nicht das erste Mal. Okay. In dieser hier drin ist übrigens eine Himmelsscherbe. Die gilt es zu suchen. Laut meinem Plan, oder laut meiner Karte, die ich auf meinem Tablet sehe, befindet sich die irgendwo mit hier drin, ja. Kelstia, hallo, und dich hatten wir schon. Gut. Level 8, ist das nicht ein bisschen zu schwach für die Brust hier? Könnte doch ein bisschen zu schwach auf der Brust sein. Er sucht die Rinne, für mich ist das schon grau hier. Für die dürfte das eigentlich orange sein. Vielleicht auch ein bisschen... Sprech mit Byzanz! Nein, kein Schlag ins Gesicht, bitte. Biss ist klein und fegt nur. Tut Biss nicht weh. Ihr könnt sprechen? Ja, Häuptling lernen sprechen. Dann Biss lernen von Häuptling. Nach viel Zeit mit Meistern. Biss sehr weise. Aber Biss nicht reden, wenn du sagen, er soll nicht reden. Biss nur machen sauber glänzende Sachen. Trophäen von alten Meistern. Sag mir, was mit den Goblins hier vor sich geht. Wer ist die Altmär, die ich gesehen habe? Elfin ist Nelania. Sie machen Geschäft mit Zahnbrecherstamm, Rüstung und Waffen für Hilfe. Sie sogar geben... wie ist Wort? Kontrakt, ja. Könige und Fürsten von Elfen müssen Abmachung einhalten. Zur Erklärung, Kontrakt ist ein Vertrag. Wo ist dieser Kontrakt? Kontrakt ist in Bau, unten im Tunnel. Alter Schwede. Es wird warten an Bau von Häuptling. Du werden sehen, Biss sagen Wahrheit. Ach, jetzt sind wir schon per Du. Ich werde mich nach diesem Kontrakt umschauen und euch danach beim Bau des Freibleutdeut aufsuchen. Biss wird nicht um Hilfe schreien. Biss verspricht es.
Wo bin ich hier? Häuptling, nehmen alles aus den Heimen von alten Meistern. Tun alles hierher, damit wir sehen Trophäen. Trophäen von Elfenmeistern, die böse waren. Bissschläge nicht vergessen hat. Hau, hau, immer hauen ins Gesicht. Klingt ein bisschen wie die stimmende Mischung aus Gollum und Dobby. Ihr wart Sklaven? Von großer Insel, ja. Sie Büß sagen, Büß soll Gruben ausmisten, Boden putzen und laufen, wenn kleine Elfenmeister Steine werfen. Häuptling uns davon wegbringen. Er gründen Zahnbrecherstamm, ja. Jetzt wir schauen Trophäen an, um zu erinnern an schwere Zeit. Ja, okay. Da hinten ist Schlacht. Was zum Henker? Oh, das fängt ja gut an. Alter. Stirb. Stirb, 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 stirb. Boah, Alter, was sind die so Imper? Ich habe, glaube ich, gegen die doppelte Menge gerade gekämpft. Das war nicht gut. Gehen wir mal links entlang. Links entlang, meinte ich. Es sind mehrere Gruppen unterwegs. Anscheinend. Ich mach den jetzt meinen Alleingang und zeig's, wo, wie es jetzt abläuft. Naja, ich bin auf der Suche nach der Himmelsscherbe. Wenn ich die hab, ist alles gut. Die Bosse könnten ein Problem darstellen vielleicht. Weil ich habe gelernt, in Verliesen, also in diesen Solo-Gruppen-Verliesen, öffentliche Verliese, auch wenn die grau ist oben rechts, die Quest. Für welche Gruppe, für welche ist die jetzt geeignet? 7. Stufe 7. Klar. Wobei, das könnten wir schaffen. Die sind längst nicht ausbalanced. Ist doch nicht wahr. Fallen gibt's ja auch noch. Versteck des Häuptlings, gut. Jetzt wissen wir, wo die sind. Keine Gegner, weil die Gegner alle ausgemerzt wurden hier. Guck mal, kein Problem mehr. Warum nur kein Problem? Zack, so. Es war auch eine Truhe hier in der Nähe, soweit ich weiß. Hör ich einen Inwurz? Ja, ich höre einen Inwurz. Da hinten war irgendwo dieser Seelenstein oder da oben. Das war irgendwo eine oben überliegende. Ach, verdammt, Stelle. Kommt man da auch nicht hoch. Namiras voll, das Igitt. Ich will Namiras voll. Lässt nicht haben. Oh je. Die könnten übel werden. Wir sammeln auch keine Points mehr für unsere ultimative Kraft. Da
Also, da links oben, gut. Ah. Die hat ein Level-Up mittlerweile gehabt. Glückwunsch. An dieser Stelle. So. Gut, hier hoch. Das ist ein Boss. Deswegen geht er so viel aus. Wundere mich schon. Aber gut, ich habe kaum Schaden gefressen, also ist gar nicht mehr so krass drauf gewesen. Schön eingesaugt. Das ist cool. Deadly was? Deadly Fist oder was? Oder Deadly Artist, ja. Okay. Deadly Artist. Die Bosse hier unten will ich gerne besiegen. Die waren doch hier unten irgendwo, oder? Da unten. Ganz unten. Komme ich denn da am einfachsten runter? Hoch. Okay, kein Kriegsanfall. Hey, cool. Lass mich einfach so in Ruhe, sodass ich die Truhe plündern kann. Mein Pet hat sich da gerade mit jemandem unterhalten. War ein bisschen schwierig. So, zack. Die sind es nicht wert, dass ich meine volle Magie entzünde. Gut, ich glaube, es reicht, wenn ich so einen herlocke. Die sterben schon fast mit einem Schlag, das ist gut. Ich glaube, jetzt nimmt der Busch Form an. Oh. So, er ist der Boss. Der gibt eine. Der gibt standardmäßig, glaube ich, einen Fertigkeitspunkt. Gruppenherausforderung steht da. Den Boss habe ich mal tatsächlich in Alleingang gemacht. Da stand auch Gruppenherausforderung. Das war das Phänomen. Vernichte Blutwurz und ihre Wächterin in der Zahnbrecherrinne. Das ist schon ganz gut, dass ich hier die Fähigkeit bekommen habe. Kann ich hier mittlerweile was verändern? Nee. Aber ich kann glaube ich, unsere
Habe ich auf mittlere Rüstung nichts geskillt? Dann skill ich auf gar nichts. Wie sagen, Schmiedekunst? Quatsch, Schreinerei. Also Schweinerei. Und dann würde ich sagen, wir sollten... Eiche? Oh. Ahorn, Eiche. Eiche! Nehmen wir mal Eiche. Und in der nächsten Folge werden wir wieder woanders starten. Ich versuche mich mal hier irgendwie sicher hinzustellen. Kriegen sich selbst. Ja, und in der nächsten Folge werden wir wieder den Agonia spielen. Geht weg, ich muss Endscreen machen. So, kann aber auch sein, dass wir dann ganz woanders starten. Alter, hier sind so viele Gegner, ey. Was soll denn der Scheiß? Warum sind hier so viele Gegner? Ich habe noch Patrouille laufen. Bin ich gerade in der BN-Falle getappt? Anscheinend. Gut, hier logge ich mich jetzt aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.